Glück auf! Aus den Baumbergen im Münsterland kommend, schlängelt sich die Stever durch Wiesen, Weiden und Wälder ins nördliche Ruhrgebiet. Hier ist die Mündung der Stever in den Halterner Stausee. Gegenüber sehen wir Lakeside Inn. Das Restaurant Lakeside Inn mit seiner Strandbar lädt zum Verweilen und Sonnenbaden ein. Früher befand sich hier ein Strandbad, wo viele ältere Halteraner noch schwimmen gelernt haben. Heute ist allerdings das Baden in der Stever nicht mehr zulässig. Ich befahre heute die Stever von der Mündung am Halterner Stausee bis zur Füchtelner Mühle bei Olfen. Das ist noch der Parkplatz Lakeside Inn und ich radel jetzt voller Vorfreude zum Steverradweg. Erstes Ziel ist das Bootshaus Niehus und der Heimingshof. Das hier ist sozusagen der Eingang zur Stever. So, jetzt wird es etwas holperig. Aber eine einmalige Waldatmosphäre herrscht hier. Hört mal. So, da ist die wunderbare Stever. Die Stever ist insgesamt 54 Kilometer lang, entspringt in der Bauernschaft Stevern und wird durch die Zuflüsse Dummersbach, Funne und Mühlenbach gefüttert. Von hier aus schlängelt sich die Stever durch das Münsterland, vorbei an den Orten Haltern am See, Hullern, Olfen, Lüdinghausen, Senden und Appelhülsen. Die Stever speist den Hullerner und Halterner Stausee, um kurz hinter dessen Staumauer in die Lippe zu münden. Die zwischen 3 und 5 Meter breite Stever ist auf weiten Strecken ein beliebtes Naherholungsgebiet. Besonders beliebt ist die Stever zwischen Hullerner und Halterner Stausee. In diesem Bereich ist die Stever natürlich mehr als 5 Meter breit. Hier reihen sich kleine Ferienhäuser aneinander, unterbrochen von waldigen, naturbelassenen Abschnitten. An den Ufern drängeln sich die Angler, während man die Fische mit bloßem Auge beobachten kann. Thank you.
Der Heimingshof. Die Geschichte des Heimingshof reicht bis in die Anfänge des 20. Jahrhunderts zurück. Durch die ideale Lage direkt an der Stever entwickelt sich der Gasthof schnell zu einem beliebten Ausflugsziel. Talsperre Hullern. Der Staudamm besitzt einen Hochwasserüberlauf und ein Segmentwehr mit aufgesetzter Klappe. Über die Zwischenstever fließt das Wasser zum Halterner Stausee. Weiter geht's an der Stever entlang bzw. Hullener Stausee. In dieser wunderschönen Landschaft erlebe ich per E-Bike wirklich erholsame Stunden. Hier auf dieser Bank mache ich jetzt eine Rast und trinke ein leckeres Weizenbier. Satt, zufrieden und mit guter Laune radel ich weiter. Hallo.
wunderschön. Also hier werde ich mal eine Nacht übernachten. Isomatte und Schlafsack sind schon bestellt. Ich werde berichten.
hier die Wegstrecke mit Google Map erstellt. Wir beginnen unsere Tour am Restaurant Alter Garten. Hier ist die Mündung der Stever in den Halterner Stausee. Am Motorradtreff Lakeside Inn vorbei fahren wir zur Stever. An der südlichen Seite der Stever entlang radeln wir zum Bootshaus Nios und anschließend zum Heimingshof. Vom Bootshaus führt ein kleiner Weg bis zum Heimingshof, wo wir ca. 100 Meter unser E-Bike schieben müssen. Radfahren ist hier nicht erlaubt, weil der Weg ziemlich schmal ist. Weiter geht's zum Damm der Talsperre Hullern. Ein wirklich schöner Ort. Danach radeln wir am südlichen Ufer des Hullener Stausees entlang bis zur Hagemannsche Kapelle und Nistuskapelle. Weiter geht's zur Stever bzw. Hullener Stauseebrücke. Hier ist ein prima Ruheplatz mit schöner Aussicht. Wir fahren über die Brücke zur Schutz- und Wanderhütte. Und an der nördlichen Seite des Stausees fahren wir Richtung Bauernhaus Heinrich Finnemann. Vorher überqueren wir den Emkumer Bach und die Steverbrücke Hullener Straße. Ach Gott, der Weg wird nicht richtig eingezeichnet. Steverbrücke Hullener Straße und Bauernhof Heinrich Finnemann. Dann sind es nur noch ein paar Kilometer bis zur Füchtelner Mühle an der Stever. Unser Ziel der ersten Stever-Etappe Teil 1. Glück auf! Bis dann, meine Lieben! Lala. Wasserkraftwerk Füchtelner Mühle.